Sichern Sie sich jetzt Ihre beste Solaranlage im All-Inclusive-Paket von OE24 Solar. Mit Gratislieferung und Montage. Sie haben ein Haus? Wir installieren Ihnen Ihre Photovoltaikanlage zum garantierten Fixpreis. Schnell, günstig und unkompliziert. Gleich bestellen unter www.oe24solar.at. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Schlag den Groß, das provokante Quiz. Im Ring Politblogger Gerald Groß gegen PR-Berater Nico Kern. Das scharfzüngige Duell mit knackigen Fragen und unerwarteten Antworten. Schlag den Groß, jetzt auf OE24TV. Ja, schönen guten Abend. Willkommen zurück auf OE24TV. Montag ist Schlag den Groß-Tag und da gibt es immer einen anderen, der gegen Gerald Groß antritt. Heute ist es Nico Kern. Hallo Nico. Danke, guten Abend. Hallo Gerald. Servus Nico. Ja, wird eine interessante Runde heute. Einige Themen, über die wir diskutieren, aber wir starten mit dem Thema, das seit gestern, muss man sagen, alle Schlagzeilen eigentlich dominiert. Und zwar der Bandenkrieg in Wien zwischen, wie wir mittlerweile wissen, Tschetschenen auf der einen Seite und Syrern und Afghanen auf der anderen Seite, was natürlich auch eine massive Diskussion wieder über Migrationspolitik auslöst. Und die Frage, ist es zu viel? Haben wir mittlerweile einen Kipppunkt erreicht und sind das die Auswüchse einer völlig missverstandenen Toleranz gegenüber Migration in den letzten Jahren? Ja, also ich war da immer durchaus sehr tolerant, was der Zuwanderung anbelangt. Ich finde, dass Leute, die wirklich ein Recht haben, herzukommen, ein Recht auf Asyl haben, dass wir denen helfen müssen, dass wir humanistisch agieren müssen und schauen, dass denen ja in ihrem Heimatland nichts passiert. Das ist einfach unsere Pflicht als aufgeklärter Staat. Nur leider Gottes in den letzten Jahren, muss ich zugeben, hat man gesehen, dass da Menschen zu uns kommen, von denen wir erstens mal nicht wissen, wer sie sind oder ob sie überhaupt bei uns bleiben dürfen. Und wenn sie nicht bei uns bleiben dürfen, dann machen wir etwas Fatales. Und zwar, wir schieben sie nicht ab, aber wir integrieren sie nicht. Und dadurch entstehen halt solche Probleme. Und vor ein paar Jahren, da habe ich Leute leider ein bisschen abwertend beleidigt, wenn sie mir gesagt haben, ja, Alter, die großkriminellen Banden, die Clans und so weiter kommen zu uns nach Wien. Und das war komplett in der Ferne, komplett surreal. Nur leider Gottes in letzter Zeit passiert so viel, dass man, ja, wie du sagst, es ist eventuell bereits schon so zu viel, dass die Polizei da viel, 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 viel mehr einschreiten muss. Und ich habe dir jetzt auch einen Podcast gesehen, dass hat mich wirklich schockiert. Und zwar, ich glaube, der heißt Oddcast. Und da haben Tschetschenen darüber geredet, wie die Situation momentan ist mit dieser Bandenkriminalität und was eben da vorfällt jetzt die ganze Zeit. Es ist so, da gibt es eine syrische Großfamilie bei uns in Österreich und die nennt sich 505. Das ist so ihr Kürzel, ihr Gangname de facto. Und die rekrutieren ganz gezielt junge Migranten, die herkommen und ziehen sie auf die falsche Seite. Und die Polizei schaut zu. Also die Polizei, die macht nichts und logischerweise lacht man dann über die Polizei. Und da müssen wir unbedingt gegensteuern. Hm. Gerald, du fühlst dich ja bestätigt, nehme ich an. In dem Fall traurigerweise, muss man leider anmelden. Naja, alles, was ich seit 9 Jahren sage, bestätigt sich traurigerweise. Deine Frage war an Nico Kern, sind zu viele herinnen? Möchte ich sagen, es sind nicht nur zu viele, sondern die, die da sind, sind die Falschen. Das ist recht einfach. Also die, die da sind, sind eben nicht die Facharbeitskräfte, die uns in der Industrie, in der Autozulieferindustrie helfen. Das sind nicht die Facharbeitskräfte, die die typische IT-Arbeitskraft ist, die die Wirtschaft braucht, sondern die, die da sind, sind Hobbygynäkologen, die sich der Vergewaltigung breit machen, oder Hobbymetzger, die in Wahrheit mit ihrer Machete am Mann selbst ausprobieren, wie man einen ausweidert. Ja, nicht alle, sage ich immer wieder, aber sehr viele davon. Und dem Nico Kern kann ich es auch nicht ersparen, dass diese späte Erkenntnis, ja, da ist etwas passiert, gerade von Arndt, der die ganze Zeit den letzten Jahren nach dem Wort geredet hat, man muss humanistisch sein, man muss tolerant sein. Dass muss man das immer. Nein, dass das heute halt mittlerweile auch ein Schuldeingeständnis par excellence ist. Nein, man muss eben nicht humanistisch gegenüber jenen sein, die hier nicht humanistisch sind. Man muss auch nicht gegenüber Intoleranten tolerant sein. Und man muss auch nicht unbedingt Unintegrierbares integrieren wollen. Ja? Die Frage ist nur, warum wir es seit 2015 hereingeholt haben. Und zwar im großen Stil. Und da gibt es
es ja selber zu. Unkontrolliert, wir wissen nicht, wer es ist. Genau. So, darf ich daran erinnern, da hat es einmal einen ÖBB-Generaldirektor gegeben, der hat alle, wo man nicht gewusst hat, wer es ist, noch quer durch den Kontinent gegeben. Tja, ey, super. Ganz freundlich. Und hätten Sie die ja, bei uns super, haben wollen, Herr Groß? Nein, bitte sagen Sie, hätten Sie die Leute bei uns haben wollen? Daddy, was für Zustände Daddy, hätten Daddy, wir Daddy, der jetzt? Schlepperkönig. Wenn, ist alles in Ordnung? Okay. Ja, wenn Sie es so nennen wollen, aber gesagt, Sie sind leider Gottes kein sonderlich intelligenter Mensch, sondern nur ein Hetzer. Man kommt dann immer nach einer gewissen Zeit kommt man drauf und sagt, um Gottes Willen, das ist jetzt alles so schlimm, um Gottes Willen, wir brauchen mehr Polizei. Um Gottes Willen, wenn du die Verursacher nicht hereingeholt hättest, hätten wir uns heute okay. Probleme. Verstehen Sie das Konzept, dass wir die Verursacher dann aber nach Deutschland weitergeführt haben, die nach denen geschrien haben? Ja. Und, nein, sagen Sie mir eins, was wäre passiert, wenn wir das nicht gemacht hätten? Ja. Was wäre passiert, wenn wir das nicht gemacht hätten? Nein, Sie haben keine Ahnung, wenn Sie einfach nur irgendeinen Blödsinn reden. Das ist ja unfassbar. Herr Fellner, schreiben Sie ein. Das ist ja jedes Kindergartenkind versteht. Es war eine Frage des Vaters. Und zwar, dieser Zug ist nach Europa gegangen. Bei Ihnen fährt der Zug nicht ganz nach oben. Ich hätte mir Züge gewünscht, die aus Europa herausfahren, wieder in die Gegenrichtung. Bevor wir jetzt zu lange mit Zugverplänen aufhalten, die Frage ist ja, was jetzt tun? Weil jetzt haben wir, muss man sagen, viele von denen im Land. Natürlich auch die Frage, was für Zuwanderungsregeln braucht man, damit nicht mehr kommen. Aber was tun wir mit denen, die hier sind, die sich nicht integrieren und wo viele davon ja mittlerweile österreichische Staatsbürger sind, muss man auch dazu sagen. Gerade bei diesen jungen migrantischen Gruppen, die jetzt für diese Bandenkriminalität teils mitverantwortlich sind, haben wir viele, die zweite Generation sind. Gibt es da Quellen dafür? Weil es ist gar nicht mehr so einfach, die Staatsbürgerschaft zu bekommen. Und da gibt es ja in Wien jedes Jahr die Feier, wo die paar tausend präsentiert werden, die sie bekommen, und ich glaube, das sind wirklich nur ein paar Tausend, und die müssen alle integriert sein, müssen Deutsch sprechen und müssen eine gewisse Einkommensgrenze jetzt erfüllen. Ich glaube, 2400 Euro netto oder so ist das. Das heißt, das ist nicht jetzt irgendein jeder Kebabverkäufer oder sonstiger, der einmal kurz dort im Laden steht und dann draufkommt, na, das ist nichts für mich, und dann Sozialhilfe bezieht. Diese Leute, die bekommen die Staatsbürgerschaft ja nicht, aber bitte behaupten wir das nicht. Was wir tun können, was bei uns bis jetzt sehr gut funktioniert hat, warum wir diese ganzen Probleme in der zweitgrößten deutschsprachigen Stadt der Welt, Wien, nicht hatten. Und zwar, weil die Integration ja funktioniert hat. Nur, ja, Sie werfen einen Punkt. Oder? Ganz genau, und das befürchte ich auch. Ich befürchte, dass wir bei einem Punkt sind, das sagen mir auch alle meine ausländischen Freunde, die selbst sich integriert haben. Die wissen nicht, ob sie sich jetzt mit den Zuständen integrieren hätten können. Und das heißt, wir nehmen Leuten die Chance, sich zu integrieren bei uns, weil einfach zu viele da sind und zu viele halt faule Früchte. Und da müssen wir gegenlenken. Aber wie gegenlenken? Du bist ja dafür abschieben, das sagst du ja immer wieder, aber einen Teil davon kann man wahrscheinlich gar nicht abschieben. Schau, wir haben einmal eine ziemlich große Community in unserem Land, die illegalerweise die sogenannte Doppelstaatsbürgerschaft hat. Das betrifft vor allem die Türken, falls ich nicht daran erinnern darf. Es betrifft sicherlich auch Syrer und Afghanen, die in Wahrheit in dem Chaos ihrer eigenen Herkunftsländer die Ursprungsstaatsbürgerschaft behalten haben und irgendwo den Boss unter Matratzen versteckt halten und dann zusätzlich noch die österreichische Staatsbürgerschaft haben. Da bin ich der Meinung, rigoros durchfahren. Jeder, der eine Doppelstaatsbürgerschaft hat, die Österreicher wissen nicht einmal. Da muss es eine bessere Vernetzung geben mit Damaskus etc. Da muss es in Wahrheit eine Vernetzung der jeweiligen Daten geben, der Staatsbürgerschaftsdaten. Das heißt in weiterer Folge, österreichische Staatsbürgerschaften entziehen. Damit entfällt der Aufenthaltstitel. Zweiter Punkt ist, jeder, der kriminell ist, jeder, der sich vergeht, ab einer gewissen Strafhöhe, abschieben. In den USA hast du mittlerweile eine Abschiebung, wenn du mit einer Marihuana-Zigaretten ertappt wirst und eine... Wo hat man das? In den USA. Da wurde das legalisiert fast überall. Aber nicht in jedem Bundesstaat, falls ich das auch erinnern darf, sondern wenn du in Bundesstaaten mit einer Green Card erwischt wirst, und du hast Marihuana, wirst du abgeschoben. Im Übrigen auch gibt es einige Straßenverkehrsordnungen von Bundesstaaten, wenn du zu schnell fährst am Highway, kann es dir auch passieren, dass deswegen ein sogenanntes Abschiebeverfahren in den USA eingeleitet wird. Das tun wir in Österreich auch nicht. In Österreich kann man vergewaltigen, kriegt man einen Orden oder die Staatsbürgerschaft, aber zumindest eine Sozialhilfe. Das ist mir ein bisschen, da nimmt sich dieser Rechtsstaat am Ende nicht mehr ernst. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, transkontinentale Zuwanderung auf Null stoppen. Ich sehe nicht ein, warum wir Zuwanderer aus Damaskus, Afghanistan oder Tschetschenien brauchen. Das sind andere Kontinente.
Kontinente andere Sitten. Die sind nicht mehr verträglich. Vierter Punkt, ja, der Kipppunkt ist erreicht. Vollkommen richtig, der Kipppunkt ist erreicht. Die heutige Integrationsstudie sagt es, jeder zweite Wiener ist in Wien nicht mehr geboren. Gratuliere. Das, was Karam Mustafa nicht geschafft hat, hat wenigstens das Wiener Schnitzelgesicht Michael Ludwig und der Michael Häupl geschafft mit Borspritzer. Gratuliere. Karam Mustafa hat es nicht geschafft, aber die Roten haben es in Wien geschafft, endlich die Türkenbelagerung zu vollenden. Na, fast eh. Nur dann ist es keine österreichische Stadt mehr. Das ist ja unfassbar. Na, ich meine, das mit den Türken, das stimmt schon. Ich meine, das, was wir machen könnten bei jeder Türkei-Wahl, uns vor die Botschaft zu stellen und zu schauen, wer dort wählt, da hätte man wahrscheinlich schon einige. Die Türken sind ja, und das sagen aber die sind gut viele, integriert. Sind ja nicht einmal unser Problem, unser größtes, weil viele von den überhaupt Türken nicht. Sind sehr gut integriert und haben ja selber Probleme mittlerweile mit Zuwanderern aus Syrien, Afghanistan, Tschetschenien etc. Haben wir in Wien, wo ja definitiv wir die meisten Probleme haben und wo jetzt auch dieser Bandenkrieg ausgebrochen ist, mittlerweile Zustände wie in europäischen Großstädten, beispielsweise wie in Frankreich schon? Nein, noch überhaupt nicht, aber eben, was mir doch Sorge macht, ist, dass ich jetzt eben von dieser 505-Gang gehört habe, die als Großfamilie jetzt einen Bandenkrieg gegen Tschetschenen, ganz genau die Syrer, gegen Tschetschenen und gegen Türken dann anzetteln. Und die Türken, das stimmt, die meisten sind super integriert, arbeiten hier, sind fleißig, nett, freundlich, also ich kenne kaum einen Türken, der Probleme macht. Und auch bei der EM haben die sich super verhalten. Natürlich Krawallmedien schreiben, logischer Autokor, so bis 3 Uhr, gut, die freuen sich halt, das ist ihre Kultur. Aber es ist fast nichts passiert. In der Fankurve war jetzt hoffentlich das sind keine Wiener Türken, das sind halt andere Türken, die nicht integriert sind. Aber in Wien, die Türken, die ich kenne, sind super Leute. Und da sehe ich keine Probleme mit denen, die integrieren sich und die haben Probleme mit den anderen. Und die wählen wahrscheinlich auch eher FPÖ als andere Parteien. Also der Herr Groß soll es leisten. Seine Wählerschaft nicht beleidigen. Erstens habe ich keine Wählerschaft. Die letzte Wählerschaft, die ich gehabt habe, war bei der Bundespräsidentenwahl 5,6 und da habe ich mir auch selber aussuchen können, wer meine Wähler sind. Und Unintegrierbares ohne Staatsbürgerschaft hat mich unter Garantie nicht gewählt. So, erster Punkt. Zweiter Punkt. Die dürfen nicht wählen, also Die Sachlage ist eine relativ einfache. Wir reden da immer großartig von was wir nicht alles kennen. Von dem, was du berichtest, sind in Wahrheit die Prototypen der Integration, die funktionieren, nur die sind in der Minderheit im Gegensatz zur Mehrheit von Integration. Genau, das müssen wir ändern. Und das ist das Problem. Aber wie ändern wir das mit Integration und Abschiebungen? Nein, natürlich. Da stimmen wir wohl überein. Ja, streicheln. Also Bruno Kreisky hat gesagt, du kannst auch einen Fisch zu Tode streicheln. Bin ja der Meinung, du kannst doch Österreich zu Tode streicheln. Ist alles drum und dran. Faktum ist, dass mittlerweile in den 90er Jahren die Freiheitliche Partei plakatiert hat, Wien darf nicht Chicago werden. Ja, in Chicago plakatieren jetzt die Republikaner, Chicago darf nicht Wien werden. Also, das ist ja so, Blödsinn. Das ist genau umgekehrt. Das ist ja absurd. Wien gibt mittlerweile in Neukölln, Berlin als der Hotspot der Entschuldigung, wo wohnen Sie in Wien eigentlich? Von Bandenkriminalität. Das ist dieser Eindruck gehabt. Der schönste Platz in ganz Wien ist die Auffahrt zur Südautobahn. Ja? Ja, dort, wo steht Richtung Süden. So, jetzt haben wir gleich ein Problem. Wer will, wenn ein dienstäglicher Diskussionspartner, der gleiche Multikulti-Papagalli wie Sie sind, oder wie du es bist, also das dann ist wirklich eine Frechheit. Und sag, ich ziehe ins Waldviertel aus, weil dort sind meine Kinder sicher, weil in Wien sind jetzt sie nicht sicher. Unabhängig davon, ist ein gutes Zeichen, dass der Gerald Groß vielleicht nicht der allergrößte Wien-Experte ist, aber trotzdem, es gibt mittlerweile in Wien, und das ist unbestritten, Bezirke, die ein echtes Migrationsproblem haben. Ja, Teile von Favoriten, Teile von Simmering, Brigittenau, 20. Bezirk, wo jetzt auch diese Bandenkriminalität war, auch andere Bezirke, wo es mittlerweile auch in den Schulen Klassen gibt, wo kein einziger Schüler mehr deutsche Muttersprache hat. Natürlich, das führt zwangsläufig zu Problemen. Nur was wollen wir da machen? Das Einzige, was wir tun können, wäre die Leute besser aufteilen, damit sie auch in Steiermark oder so in der Schule gehen und sich besser integrieren. Ein Punkt, der immer wieder eingebracht wird, ist, dass Wien halt eine zu hohe Sozialhilfe hat. Natürlich, viel zu hoch. Also ich weiß nicht, was die SPÖ da macht, warum die nicht mit der Sozialhilfe auf das normale Niveau runtergeht oder es vielleicht sogar noch senkt. Dafür eine Vereinheitlichung der Sozialhilfe. Das wird eventuell zu ein bisschen mehr Kriminalität führen, nur andererseits müssen wir die Flüchtlinge, die bei uns sind, aufteilen auf ganz Österreich, weil wenn nur Flüchtlinge um einen herum sind, wie will man sich da integrieren mit dem Volk? Aber andererseits, ich wohne im 5. Bezirk und das wird von manchen, ja, ich will jetzt nicht den Spitznamen von der Straße sagen, wo ich wohne, aber ein bisschen einen rassistischen Spitznamen hatte und da passiert auch fast nichts, obwohl das der Bezirk mit dem höchsten Ausländeranteil in Schulen ist und trotzdem nichts passiert dort. Dass du die ganzen Botschaftergattinnen hast, dort vom UNO-Sitz im 5., im 6. und im 7. Wo sind die im 5.? Ist ja toll. Also,
Fünfter, sechster, siebter, achter. Ja, der Wien-Experte. Das sind natürlich echte Glaschenviertel. Ja. 13 genau, Jahre. Genau, der fünfte ist ein Nobelbezirk. Ja. Und der siebte Bezirk war jetzt nicht mit Sie wollen den siebten mit dem fünften etc. vergleichen. Nicht vergleichen. Bitte, aber Herr Fellner, so. Reden wir nicht mal über Wien, das wird klar. Achtung. Du weißt nicht, warum Wien so hoch auszahlt. Sagst du gerade. So hohe Sozialhilfe. 3.500 Euro schleudern sie teilweise noch. Und damit lösen sie den Bullfaktor aus. Ich kann es dir sagen, warum sie es tun. Weil sie in Wahrheit den Wähler austauschen wollen. Das ist der große Wähleraustausch. Wenn dich quasi der Ursprungswiener nicht mehr wählt, weil der Ursprungswiener nicht mehr zu 50-60%. Wenn der Ursprungswähler zu 50-60% die Sozialdemokratie in der einstigen Hochburg der Sozialdemokratie nicht mehr wählt, dann tauscht er am Ende die Wähler aus. Ich habe immer einen Zugang gehabt, dann tausche ich die Politiker aus, wenn die Politiker nicht mehr getauscht werden. Das Prinzip der Wiener ist, sie tauschen die Wähler aus. Das heißt, sie züchten sich eine neue Wählerschaft heran. Das haben wir jetzt in Frankreich gesehen. Das haben wir in Paris gesehen, das haben wir in Marseille gesehen, wo sich der Herr Mélenchon mit den Islamisten und Antisemiten und Hamas-Versteher verpackt hat, die dann am Ende die Linken werden. Also ja, das ist 40% haben SPÖ gewählt, 10% haben die FPÖ gewählt. So viel zu Ihrer Theorie. Eh lieb. Ja, die Freiheitlichen hat es aber mal in Wien unter Strache bei 34%, die man jetzt unter Nepp sind, über 20%. Wann hat die FPÖ 34% bekommen? Das ist ja, genau, bei einer Wahl oder bei Umfragen. Nein, bei den Umfragen. Bei einer Wahl, wo die FPÖ den Vizebürgermeister in Wien gestattet hat, da waren es 28%. Jedenfalls jetzt links bei 20%. Doch ein gewisser Unterschied. So, aber die Sozialdemokratie liegt nicht mehr bei 60%. Gell? Ja, die Zeit der Alleinregierung ist auch vorbei. Aber wo ist also, das aus dem Burgenland? Also was machen die Sozialdemokraten? Sie versuchen sich neue Wählerschichten heranzuziehen. Das ist so eine stupide, dilettantische Verschwörungstheorie. Nein, es ist so. Ich bin schockiert. Woher haben Sie das? Von Telegram-Gruppen oder von YouTube-Channels? Du siehst es, die YouTube-Channels bespielen selber. Du siehst es ja im Übrigen in Frankreich, wunderbar. Du siehst das ja. Da hat es gestern bei den Wahlfeiern mehr Hamas-Flaggen gegeben als Frankreich-Flaggen. Ist ein gutes Stichwort. Machen wir eine ganz kurze Werbepause und dann sprechen wir über Frankreich und die Frankreich-Wahl und das doch einigermaßen überraschende Ergebnis in Frankreich. Gleich mehr dazu. Nach einer ganz kurzen Werbepause geht's weiter. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Schlag den Groß, das provokante Quiz. Im Ring Politblogger Gerald Groß gegen PR-Berater Nico Kern. Das scharfzüngige Duell mit knackigen Fragen und unerwarteten Antworten. Schlag den Groß, jetzt auf OE24TV. Ja, schönen guten Abend, willkommen zurück. Zweiter Teil zu Schlag den Groß. Heute ist Nico Kern angetreten gegen Gerald Groß. Hallo. Guten Abend, hallo. Noch einmal an beide Herren. Wir kommen zur Frankreich-Wahl mit einem doch überraschenden Ergebnis, mit dem eigentlich kein Beobachter und auch die Meinungsforscher nicht gerechnet haben. Die Linke, der Linksblock von Jean-Luc Mélenchon, ist auf Platz 1 gelandet, zumindest was Mandate betrifft, auf Platz 2 dann die Zentristen oder das Zentristenlager von Emmanuel Macron und nur auf Platz 3 bei den Mandaten Marine Le Pen, wenngleich sie bei den absoluten Stimmen auf Platz 1 liegt. Aber in Frankreich haben wir ein Mehrheitswahlrecht, deswegen gibt es da eine etwas andere Mandatsverteilung. Dennoch, ist das ein Dämpfer für die Vereinigte Rechte in Europa? Nein. Die Vereinigte Rechte hat heute eine neue Fraktion gegründet. Das ist die drittstärkste Fraktion. Herbert Kickl, Limski und Orban haben sie aus der Taufe gehoben vor 2 Wochen. Und das ist im Übrigen überhaupt kein Dämpfer. Wenn Marine Le Pen, die vor 20 Jahren mit 4 Mandataren in der französischen Nationalversammlung angefangen hat, gestern 36% der absoluten Wählerstimmen errungen hat, das heißt 36% der Französinnen und Franzosen sie gewählt haben und das sogenannte gewinnende Linksbündnis auf Platz 1 sinnigerweise nur 25% gehört haben und in Wahrheit das gesamte System sich nur mehr retten konnte durch das sogenannte Mehrheitswahlrecht. In Wahrheit ist das eine reine Rettungsaktion des Linksbündnisses durch das Mehrheitswahlrecht, wenn es nach den absoluten Nettostimmen wie in Österreich Verhältniswahlrecht gegangen wäre, wäre Marine Le Pen gestern mit 36,5% auf Platz 1. Ganz einfach. So, daher ist es aus meiner Sicht ein sogenannter Pyrrhus-Sieg. Ein Pyrrhus-Sieg für Macron. Warum? Weil Macron zwar Marine Le Pen ausgebremst hat durch das Mehrheitswahlrecht und das gestrige Ergebnis, aber er hat sich mit Antisemiten, Hamas-Verstehern, Gaza-Terroristen und Israel-Hassern
Hassan und Islamisten in eine Hapfen gehaut. Weil der Herr Mélenchon ist im Übrigen ein linksextremer Parier, an dem kein Mensch in ganz Europa anstreifen will, weil er eben linksextrem, linksradikal ist. So, der nächste Punkt ist, das gesamte Linksbündnis besteht aus mehreren Parteien, wird sich in seinem Linksbündnis nicht einmal auf den Premierminister einigen, hat keine absolute Mehrheit. Der Macron wird sich hüten, mit denen zusammenzugehen. Bravo, Frankreich ist damit unregierbar geworden. Gratuliere zu dieser strategischen Meisterleistung des Emmanuel Macron. Und für Marine Le Pen, muss ich ehrlicherweise sagen, ist das in Wahrheit die beste Ausgangssituation. Problematisch wäre es fast gewesen, wenn sie einen Premierminister stellt, weil damit ihre Chancen auf den Staatspräsidenten gemindert worden wären. Und so hat sie die Basis gelegt, dass sie Staatspräsidentin wird. Wie siehst du das? Ja, also erstens mal das Linksbündnis, das hat mehr hinzugewonnen als die Frau Le Pen und der Bardella. Also insofern, naja, mit dem Bündnis, die haben insgesamt mehr dazu gewonnen als die Front National. Also das minimal, aber trotzdem. Das Einzige, was ist, ist, dass Macron weit mehr verloren hat. Was schade ist, weil meiner Meinung nach Macron und seine Partei, das war das einzig vernünftige Bündnis, und das war eben auch ein Bündnis, das halbwegs vernünftig ist. Weil alle anderen, das sind NATO-Hasser, EU-Hasser, Putin-Freunde, beide. Da sieht man die Hufeisentheorie, dass ganz links und ganz rechts sich sowas von nahe stehen, dass es nicht mal mehr eine Hufeisentheorie ist, sondern eigentlich eine Ringtheorie, weil die sich fast berühren. Und ich weiß nicht, warum da die Linken jetzt so jubeln, dass angeblich das Linksbündnis gewonnen hat, wenn ein Irrer wie Mélenchon gewonnen hat. Das heißt, du bist der Meinung, der ist gleich schlimm wie die Le Pen oder sogar schlimmer? Ich meine, das will ich jetzt nicht sagen. Er ist wahrscheinlich einen Deut besser, aber Entschuldigung, da bewegen wir uns auf so einem niedrigen Niveau, dass ich keinen von denen in einer Führungsposition in einem so wichtigen Land wie Frankreich sehen will. Nur ein bisschen die Angst kann man schon nehmen, weil Mélenchon wird sicher nicht Premier werden. Das wurde auch angekündigt gestern in der Zeit im Bild von einer Dame von den Grünen. Also die Grünen sind in diesem Linksbündnis drinnen. Und das, was die gesagt hat in der Zeit im Bild, hat mir extrem gut gefallen. Die war sehr pragmatisch und ich bin nicht der größte Fan der Grünen in Österreich, sage ich gleich. Nur die französischen Grünen wirken wirklich vernünftig und ich hoffe, dass die das stellen oder irgendwie beeinflussen. Aber Mélenchon, eben, das wäre ein absoluter Super-GAU, wenn der das wird. Stimmt. Das stimmt da. Ja. Dieses Linksbündnis ist ein Flohzirkus. Das möchte ich bei der Gelegenheit anstellen. Ob da jetzt Senatskandidatin oder Senatorin der Nationalversammlung gestern in der ZIP aufgetreten ist, ich habe sie auch gesehen, geschenkt. Klare Antworten, klare Linie, braucht man nicht reden. Faktum ist, dass dieses Linksbündnis inhomogen ist. Das heißt, dieses Linksbündnis einigt sich auf keinen Premierminister, geschweige denn, wie will das Linksbündnis einen Koalitionspartner finden, dass es in der Nationalversammlung eine Mehrheit abbildet. So, und damit hast du in Wahrheit ein Riesenproblem. In einem widerspreche ich. Der Zugewinn von Marine Le Pen gestern war in Wahrheit gigantisch, der höchste Zugewinn unter allen Parteien. Das sogenannte Linksbündnis, die Parteien des Linksbündnisses haben 1,5% dazu gewonnen, Marine Le Pen hat 15-16% dazu gewonnen. Das Linksbündnis hat 25,18% gemacht, Marine Le Pen 36,18%. Ja, aber Sie verstehen das Wahlsystem nicht. Nein, ich verstehe das Wahlsystem schon. Das Wahlsystem hat in Wahrheit das System gerettet, das verstehe ich schon. Bei der repräsentativen Demokratie in Frankreich, nämlich bei der EU-Wahl, lag Marine Le Pen auf Platz 1. Im ersten Wahlgang, das in Wahrheit die repräsentative Demokratie darstellt, lag das Bündnis von Marine Le Pen auch auf Platz 1. Und erst, wie dann das Mehrheitswahlrecht eingezogen worden ist, nämlich nur mehr zwei Kandidaten, die Winner takes it all pro Wahlkreis, dann plötzlich schaut das komplett anders aus. Ich nicht falsch verstehen. Es geht mir jetzt nicht um Marine Le Pen. Es geht mir darum, dass wir in Frankreich ein Parlament haben, das in Masse vom sogenannten Wählerwillen abweicht. Du kannst ja nicht eine 36%-Partei, die stärkste Partei ist, hinter einer 25%-Partei rangieren lassen. Wenn wir das Wahlsystem in Frankreich hätten, hätten wahrscheinlich die Grünen 100 Mandatare und die Freiheitlichen 10 oder was. Sie so, dasselbe schon, haben wir, dasselbe haben wir in Großbritannien vor einer Woche gesehen, wo UKIP vom Nigel Farage in Wahrheit 14% hat und nur 4 oder 5 Mandatare stellt und in Wahrheit 40 oder 50 Mandatare im britischen Unterhaus stellen könnte. Das heißt, diese Pläne auch in Österreich, und die werden ja immer wieder gewälzt, ein Mehrheitswahlrecht einzuführen, dienen in Wahrheit nur einer gewissen Elite, einer gewissen Clique. Dass man besser regieren kann, sich abzusichern. Auch in Österreich wäre es gut gewesen. Bravo! Kannst du dich in Frankreich seit gestern besser regieren? Das weiß ich nicht, weil ich weiß noch nicht, welche Koalition es geben wird. Wenn wir uns das Ergebnis anschauen, können wir es besser regieren? Was möglich wäre, ist, wenn die Linkspartei jetzt zerbrechen würde, sich absplittern würde und die mit Macron zusammengehen. Was ich eigentlich als große Hoffnung jetzt noch ansehe. Ja, soll mit Macron zusammengehen. Zum Beispiel die Grünen jetzt. Das und dann mit der anderen.
Nein, ich glaube, es geht sich genau aus, wenn ein paar sich noch absplittern mit denen, weil sie brauchen 290 oder 89 Sitze. Aber jetzt ist ja die Frage, ist die Rechte durch dieses Ergebnis in Frankreich geschwächt oder ist in Wirklichkeit, wie der Gerald Gross sagt, eigentlich sogar gestärkt, also weil sie in absoluten Zahlen sogar auf Platz 1 gelandet ist und das ist ja schon ein richtiger Punkt, sich heute diese rechte Fraktion formiert hat und die Idee der Fraktion von Kickl und Orban beigetreten ist und damit jetzt ein großer rechter Block da im EU-Parlament sitzt. Ja, ich habe ja viele Freunde aus dem linken Lager und habe mit denen gesprochen und da musste ich leider Gottes auch sagen, dass es trotz alledem, trotz eben, dass sie dritter Platz sind, eine massive Stärkung von den Rechten am Papier ist. Und die Frage ist jetzt, soll man jetzt so weitermachen oder soll man sich anschauen, was ist der Grund, warum die Rechten auf einmal jetzt so massiv dazugewonnen haben, halt in absoluten Stimmen. Und damit befassen die Leute sich nicht, die klopfen sich jetzt auf die Schulter, genauso wie in Großbritannien und insbesondere in Frankreich und werden da halt wahrscheinlich nichts dagegen tun. Und das geht dann runter und runter, bis vielleicht dann mal die Front National die absolute Mehrheit hat in Frankreich. Weiß nicht, wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, um ehrlich zu sein, wenn die weiter wursteln. Das ist schneller da als gedacht. Wahrscheinlich. Die Franzosen haben es halt nicht gern, wenn sie jüdische Franzosen sind und in ihrer Wohnung in Paris sind, dass sie plötzlich abgefackelt werden von Islamisten. Ich hätte es auch nicht gern, ich würde ungern auf einen Baukran hängen. Die Franzosen, französische Priester haben es auch nicht gern, dass während der Messe ihnen der Kopf abgeschnitten wird. Das hast du auch nicht gern. Frankreich hat die Franzosen. Eben, je mehr passiert, umso weiter geht es nach rechts. Die Franzosen haben es nicht gern, dass jeden Tag ein islamistischer Anschlag zu diesen europäischen Rechten, die sich da jetzt. Sensationell. Ich meine, ich habe ja den Wilimski die letzten Jahre beobachten dürfen auf vielen internationalen Tagungen und Veranstaltungen, wo wir uns begegnet sind. Das ist in Wahrheit, wir checken es noch gar nicht. Das ist auch nicht im medialen Fokus, aber dass quasi die Fraktion von Kickl und Orban, die vor zwei Wochen in Wien begründet worden ist, an diesem Sonntag mit der Eilpressekonferenz, nun die drittstärkste Fraktion im Europäischen Parlament ist. Das heißt, die große Einigung der Rechtsparteien stattfindet bis auf Fratelli Italia und bis auf die AfD, die nicht dabei sein werden und auch nicht dabei sein. Das ist in Wahrheit ein epochaler Erfolg der Herrn Kickl, der Herrn Orban und vor allem des Wilimski, der seit Jahren daran bastelt. Der hat jetzt jahrelang daran gearbeitet, mit viel Vertrauenseinwirkung etc. das zu tun. Und natürlich heißt das wie folgt, drittstärkste Fraktion, dass an einem Orban, dass an einem Kickl in Europa keiner vorbeikommt. Das heißt, die Hinterzimmerdeals, die immer gelaufen sind zwischen Europäischer Volkspartei und Sozialdemokraten mit dem Appendix, mit entweder mit den Grünen oder mit den Liberalen, die durchkreuzt du in Wahrheit mit einer geeinten Rechtspartei. Mir wäre ja auch noch, ich würde mich auch freuen, wenn noch die BIS, die Polen dazu kommen würden im Laufe der Zeit, wenn das überhaupt die Sammlungsbewegung aller Rechtsparteien in Europa wird. Fehlt auch noch. Meloni, ja, aber Meloni, sie wird nicht dazu Meloni kommen. Hast du ein ganz die ist einfaches, nicht ihre. Nein, falsch. Die Meloni wurde nicht gefragt. Ja, natürlich, warum? Weil sie Nein gesagt hat. Weil die Schwesternpartei des Salvini die Lega Nord ist die Schwesterpartei. Es ist recht einfach. Du fragst ja nicht den Feind deiner Schwesterpartei. Der Salvini hat sich die letzten Jahre immer sehr loyal und fair verhalten. Also, warum sollst du dann die Frau Meloni fragen? So, daher war der Salvini der Kandidat Nummer 1. Nein, es ist so, der Salvini, die Lega Nord ist drin. Das ist der Kooperationspartner auch der Fidesz und der FPÖ. So. Und aber am Ende wäre es gut, wenn sich daraus eine breite Sammlungsbewegung ergibt. Und die bei der nächsten EU-Wahl vielleicht zweitstärkste Kraft. Ist der Herbert Kickl durch diesen strategischen Move deiner Meinung nach jetzt in Europa legitimiert und fällt damit auch ein Teil Argumentationslinie der Parteien in Österreich weg, die ja immer in den Raum stellen, Herbert Kickl wird in Europa geächtet und ist als Kanzler undenkbar? Absolut nicht. Also ich könnte jetzt zum Beispiel einen Verein gründen, wo ich sage, Institut für angewandte nukleare Thermophysik, whatever, und mich dann als Experten präsentieren. Nur das macht mich nicht zu einem Experten der Physik. Also das ist kompletter Blödsinn. Und viel mehr braucht man nicht. Das ist, und diese Megalomanie, dieser Größenwahn, es wird sich jetzt alles nach Kickl und Orban richten. Entschuldigung, in welcher Welt lebt man, dass man sowas glaubt? Aber darf ich jetzt einmal kurz einmal also die letzten drei Tage passieren lassen? Es ist kein Politiker bisher in die Ukraine gefahren und hat dort über Frieden gesprochen, sondern sind alle hingefahren und haben Waffen oder Geld geliefert. Orban war der Erste, der in die Ukraine gefahren ist und mit Zelensky über Frieden gesprochen hat. Orban ist der Erste seit 2,5 Jahren, der nach Moskau fährt und dort über Frieden spricht.
nach Nehammer. Orban fährt heute, Orban ist heute in China und spricht mit Xi Jinping. Das ist ja wirklich ein Verrater. Das erwarte ich mir aber von europäischen Politikern. Dass sie Europa verraten? Ich erwarte mir nicht, dass 100 Milliarden Euro europäischen Steuergelds verraten und verkauft werden und wie Feuerwerksraketen im Donbass in die Luft gesprengt werden. Das erwarte ich mir nicht. Währenddessen die Kinderarmut steigt, währenddessen die Arbeitslosigkeit steigt, währenddessen die Inflation steigt. Wenn du sagst, du bist ein Sozialdemokrat, dann musst du dich einmal fragen als Sozialdemokrat, wo die Sozialdemokratie in der Friedensbewegung der 60er Jahre... Genau, das sage ich Ihnen mal etwas. Sind die größten Es ist mir vollkommen wurscht, was denn in den 60er Jahren war. Ich lebe nicht in der Vergangenheit. Was Fakt ist, gestern wurde eine KH-101-Rakete, die kostet 13 Millionen, das ist eine Präzisionsrakete, auf ein Kinderkrebsspital zielgerichtet geschossen. Und dann sitzen Sie hier da und sagen, wie ein Feuerwerk gehen unsere Steuermillionen dort drauf und Raketen, wenn wir denen Abwehrraketen liefern, damit keine Kinder, die Krebs haben, in die Luft gesprengt werden von russischen Mördern. Entschuldigung, was sind Sie für ein Mensch? Mit sowas kann man ja nicht diskutieren. Also, und jetzt reden wir nochmal über etwas, und zwar über die EU-Fraktion. Jeder von Ihnen sollte sich der Fratelli d'Italia anschließen, weil das ist die einzige vernünftige rechte Partei, die es in ganz Europa gibt. Ah. Ihr seid spannend, wirklich, dass wirklich unmenschlich bis zum Sozialdemokraten. Und sollte euch ein Beispiel nehmen an Meloni. Sozialdemokraten, ja, weil die ist 100-mal besser. Dass die Sozialdemokraten in Österreich nunmehr die Mussolini-Faschisten ehren, finde ich toll. Also, das hat der Dornau eh schon gemacht. Also, die Frau Meloni, die im Herrgottswinkel das Büdel vom Duce hat und bei ihren Parteiveranstaltungen der Mussolini-Gruß gezeigt wird, die ist plötzlich eine anständige, das ist plötzlich für die Sozialdemokraten eine anständige Rechtspopulistin, wenn sie Europa in den Rücken fällt. Großartig. Verbündet sein in Zukunft mit den Nachkommen von der Eva Braun, nur weil sie vielleicht für, Europa, weiß ich nicht, verraten also, will oder verkaufen. Herr Groß und die anderen Rechten wollen keine Raketen liefern, damit die Ukraine sich verteidigt, damit keine ukrainischen Kinder in Kinderspitalen in die Luft gesprengt werden. Meloni will das, Meloni will Menschenleben retten, sie machen sich lustig Meloni darüber. Meloni will ihren alten militärischen Schrott loswerden, das ist die Wahrheit, und den lassen sie sich abkaufen. Ja. Ich weiß, dass ein Krieg nur mit Friedensverhandlungen zu beenden ist. Ja, bin ich und auch militärisch dafür. Nicht zu lösen ist. Nee, nur Putin will keinen Frieden. Und sie leben wieder in ihrer Traumwelt, wo man Putin zufrieden bewegen kann. Ja, das ist komplett sinnlos mit Ihnen. Hat's mir die letzten zweieinhalb Jahre probiert? Ja, mehr als genug. Wer? Achso, ja, der Herr Nehammer. Das war relativ simpel. Herr Nehammer, ein PR-Foto für sein Thema. Um das Thema abzuschließen, Orban ist jetzt eben zuerst zu Zelensky gereist, dann zu Putin, jetzt ist er in China. Genau. Wo es was zu holen gibt. Verhandlungen von Viktor Orban irgendeine Chance oder nicht? Na, also Sie müssen sich anschauen, was der Orban plant. Ich war dort bei einer Freundin, die wohnt in der Nähe vom Villenviertel, wo er und seine Freundin die Villen haben, in Budapest. Genau, in Pest war das, glaube ich. Und das ist wirklich eine traumhafte Gegend. Also so viel Prunk habe ich lange nicht mehr gesehen. Und darum geht's. Der bereichert sich auf Kosten von Europa, genauso wie die Rechten. Die greifen einfach in die Tasche und tun so, als würden andere wie Zelensky in die Tasche greifen. Dem ist aber nicht also so. Darum so, wie der hergeschrien hat, da sehen Sie ja, dass etwas dran ist. Wenn er sich so aufregt. Der einzige Korruptionsskandal auf Ebene der Europäischen Union war die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, einer Sozialdemokratin, die in ihrer Wohnung in Mailand die Millionen so eine Shampoo-Sache gab's auch bei der Ein Shampoo in Frankreich kriegt man relativ günstig, um 14 Euro. Ja? Mit einem Franzosen können sie mit einem Shampoo nicht beeindrucken. Warum hat es dann 400.000 Euro gekostet bei der Bier. In beim Herrn die Bierpreise Wilinski. Für was Bier beim München Oktoberfest mittlerweile teurer als der Champagner in Frankreich? Na, da müssen sie ordentlich viele Flaschen getrunken München haben in der Fraktion. München ist ja eine sozialdemokratische Stadt, darf man sich nicht wundern, wenn man 15 Euro für ein Maß zahlt. Gut, meine Herren, vielen Dank. War ein sehr lebhaftes Duell heute. Gerald Groß, morgen dann wieder zu Gast. Da geht es dann gegen Sebastian Bornmena. Und bei uns geht es mit Duellen weiter. Und zwar gleich mit Heimo Leposchitz und Robert Miesig. Auch die beiden Herren sprechen gleich über die Bandenkriminalität und den aktuellen Integrationsbericht, der heute präsentiert wurde von der Integrationsministerin Susanne Raab. Sie sprechen aber auch über die Frankreich-Wahl. Also viele spannende Themen. Unbedingt dranbleiben. Heimo Leposchitz und Robert Miesig gleich bei Calvin.